Aloha, lieber Wassermann. Ich begrüße dich hier zu deiner Monatslegung für den April 2024. Und wenn auch dich interessiert, was in den verschiedenen Lebensbereichen so auf dich zukommen wird, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Wassermann. Schön, dass du dran geblieben bist. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung. Du bist hier vollkommen richtig, wenn du den Wassermann im Sternzeichen Mond, Venus oder auch Aszendent hast. Und ein kleiner Tipp: Ich rate dir, da dies ja eine kollektive Legung ist, dir auch unbedingt noch dein Aszendent Mond oder aber auch Venuszeichen auf meinem Kanal anzusehen. Wie du siehst, habe ich hier schon drei Kartendecks vorbereitet. Ich werde jetzt mit diesen wunderschönen Tarotkarten, mit denen ich auch die Jahreslegung gemacht habe, ein neues Legesystem für den April hier auslegen. Und ich würde mich auch über dich, lieber Wassermann, sehr freuen, wenn du mir hier ein Feedback dalässt, ob du die neue Legeform eher präferierst oder ob du das besser findest, wenn ich wie die letzte Zeit immer das große Blatt für euch auslege. Lass es mich gerne wissen. Ich bin da offen und wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und hier mit den Karten der Liebe werde ich nochmal die Position der Liebe auch nochmal im Detail etwas genauer für dich hier begutachten. Ja, lieber Wassermann, ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest einen schönen März und ich möchte hier ganz gern auch nochmal den Hinweis auf die Jahreslegungen setzen. Denn du kannst hier oben rechts, wenn du da draufklickst, dann auf deine Jahreslegungen kommen. Und wenn du jetzt lieber gerne erst die Monatslegung siehst, dann bleib einfach hier dran, bis das Video zu Ende ist. Und dann wirst du automatisch in deine Jahreslegung 24 weitergeleitet. Auch hier ist übrigens die Empfehlung, dir noch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen auf meinem Kanal anzusehen. So, du kannst dir dieses neue Legesystem ähnlich vorstellen wie die Jahreslegung, nur in einer abgespeckteren Version. Und daher möchte ich nun jetzt ganz gerne das Thema hier erfragen. Was ist das Hauptthema von den Wassermanngeborenen im April? Um was geht es für dich, lieber Wassermann, im April? Was ist dein Hauptthema? Was darfst du wissen? Ei, das ist doch der Wahnsinn. Du hast hier einfach mal die fette Sonne liegen. Das ist die, also meiner Meinung nach im Tarot, wirklich eine der besten Karten, also der besten Arkana-Karten. Und das ist schon ein Hammer. Da wir die erste Karte nun haben, möchte ich die nächsten einfach nur vom Stapel abnehmen. Und hier bei Position Nummer 2, Wassermann, geht es um deine Liebesbeziehungen und um alle Beziehungen in Sachen Liebe, Familie, Kinder. Und darum geht es. Und du hast hier die Prinzessin der Schwerter. Interessant. Dann als nächstes geht es hier um deine Freizeitaktivitäten, aber auch um deine Freunde. Und hier hast du die 5 der Münzen, das ist die Quälerei. Und hier fällt mir direkt ein, das hatte Stier auch, genau in dieser Position. Vielleicht schaust du auf einen Stier oder du hast den Stier vielleicht in deinem Aszendent oder so, dann schau dir auch unbedingt dieses Video an, denn hier gibt es einen Bezug. Und hier bei Position Nummer 4 geht es um deinen Beruf, um deine Arbeit, aber auch um deine Finanzen. Und hier hast du wieder eine hohe Arkane, hier hast du die Mäßigkeit bzw. die Kunst. Und hier bei Position Nummer 5 wollte ich ganz persönlich für dich erfragen, was darfst du denn hier eigentlich wissen für diesen Monat? Ja, eine persönliche Nachricht an dich. Positive, negative Aspekte und hier hast du wieder eine hohe Arkana, den Eremit. Oh, nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zur sechsten Karte und das ist das Outcome. Und das Outcome spiegelt hier deine Grundenergie des Monats wider und auch deine Grundeinstellung. Und hier hast du die 2 der Schwerter, den Frieden. Interessant. So, jetzt werde ich ergänzend noch eine Karte aus diesen wunderschönen Mondmantra-Karten springen lassen. Kleine Momente der Achtsamkeit, je nachdem, wie viele Karten hier raus wollen. Was darf denn der Wassermann wissen, der hier mein Video schaut? Um was geht es hier im April?
Und die Karte hatten wir, ach, es sind zwei, die hatten wir auf jeden Fall schon mal. If you're ever feeling lonely, just look at the moon. Someone somewhere is looking at it too. Das hatten wir und ich habe dieses Video einen Tag vorher gemacht bei der Waage, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Waage oder Zwillinge? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und du hast hier noch eine weitere Karte. Halte dich an die Träumenden, die Mutigen, die Fröhlichen, die Planenden, die Machenden und die Erfolgreichen. Mit ihren Köpfen in den Wolken und den Füßen an den Boden, und den Füßen auf dem Boden, Entschuldigung. Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat hier von Wilfred Patterson. Und das hatten wir definitiv beim Zwilling. Das weiß ich. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob das Zwillinge oder Waage war. Aber ich finde es echt krass, weil ich habe diese Karten richtig gut gemischt, dass das jetzt hier so wieder rausfiel. Das hat auch immer einen Grund, weshalb ich diese Elementezeichen immer zusammen mache. Ne? Weil ich finde oft, dass die Energien sehr, sehr gleich sind. Und wie ihr wisst, ich bin zwar noch keine Expertin in der Astrologie, aber ich bin immerhin schon im fortgeschrittenen Kurs, beschäftige ich mich ja auch sehr viel mit Astrologie und auch mit Human Design, wo ich auch übrigens demnächst neue Readings anbieten werde. Und da ist es auch immer sehr offensichtlich, dass eben die verschiedenen Zeichen schon auch definitiv in den Elementen ihre eigenen Themen in den verschiedenen Zeitschritten haben. Ne? Okay, jetzt möchte ich hier ganz gerne mal wissen, warum die Prinzessin der Schwerter in Sachen Liebe und worum geht es für die Wassermanngeborenen in Sachen Liebe im April? Was dürfen hier die Aquarius wissen für den April? Wow, die sprang ganz schön raus hier, der Orgasmus, das darfst du wissen. Aus der Kategorie Glück. Okay, das ist sehr, sehr schön, lieber Wassermann. Und dann gucken wir mal, was dich denn hier so zum Überschäumen bringt. Hoffentlich nur Gutes. Moment. Ja, lieber Wassermann, was soll ich sagen zu deinem Hauptthema? Kommen wir mal zur Legung. Du hast hier wirklich eine der besten Karten überhaupt. Und das zeigt mir auf jeden Fall, dass es bei dir im April sehr stark um das Thema Lebensfreude geht, um Enthusiasmus und eben einfach eine gute Zeit verbringen zu wollen. Ja, du möchtest Gesundheit, Freude und einfach auch Optimismus wieder fühlen, spüren und leben. Ja, vielleicht freust du dich auch einfach übertrieben darauf, dass wir jetzt die dunkle Winterzeit hinter uns haben und der April ja jetzt auch hier den Frühling einläutet und du jetzt hier als Sonnenkind dich hier übertrieben freust, dass jetzt endlich wieder die schönere Zeit im Jahr für dich beginnt. Die Karte der Sonne zeigt auch dein Inneres, nämlich sehe ich auch hier, dass du wieder voller Hoffnung bist, lieber Wassermann. Und ich sehe ja auch, dass du immer noch auch Themen hast in deinem Leben. Und ich weiß ja auch, weil ich euch auch sehr fühle, sozusagen auch in den letzten Monaten in den Legungen immer wieder, dass es jetzt auch darum geht, dass du hier wieder in deine Lebenskraft findest. Ja, das kann das Tageslicht auch hier wirklich für dich ausmachen. Also wenn du zu den Wassermännern gehörst, die durch die Sonne Energie tanken, dann setz dich da rein, sobald die Sonne da ist. Ja, und vor allem zeigt sich hier an, dass sich hier Dinge für dich zum Positiven im April verändern werden, ja. Und du hier eben auch schon Unterbewusstes auch spürst, dass hier eben Gutes vorangeht, was sich eben auch dann gut in deinem Leben zeigen wird, ja. Okay, also vertraue dieser positiven Dynamik, die du hier auch mitbringst in dem Hauptthema, ja. Denn deine Hauptenergie hier im Outcome mit zwei der Schwerter verrät mir nämlich, dass du da auch schon wieder ein bisschen dran zweifelst. Und das, lieber Wassermann, solltest du unbedingt nicht zulassen. Sobald du merkst, dass du wieder anfängst, Trübsal zu blasen, dass du da sitzt und Löcher in die Luft guckst, aber im negativen Sinne, dann geh raus, beweg dich, mach irgendwas, ja, ob du aufräumst oder jemanden schreibst, anrufst oder einfach nur rausgehst und spazieren gehst, Sport machst oder was auch immer, lass diesen inneren Zweifler hier nicht zu, ja, das ist wichtig für dich, weil
Es bringt dich nämlich wieder aus dem Ungleichgewicht, was aber eigentlich jetzt hier gerne für dich endlich mal rausgehen möchte und hier etwas ins Gleichgewicht kommen möchte. In Sachen Beziehungen, in Sachen Liebe und Familie, lieber Wassermann, sehe ich hier bei dir, dass es hier recht, wie soll ich denn sagen, trocken hergeht, ja, einhergeht. Ich sehe, dass du hier in irgendeiner Art und Weise kämpfst, ja. Du kämpfst hier darum, etwas loslassen zu können, um dich von etwas zu befreien. Und es ist wie, als würdest du gerne Ballast loslassen, ja. Und hier ist es aber eben sehr, sehr wichtig, immer wenn die Prinzessin der Schwerter erscheint, dass du eben die Wahrheit in deinem Herzen suchst, dass du hier dich wirklich hinterfragst, lieber Wassermann, wie fühlt sich diese Situation an? Und es ist ja auch gut möglich, dass wenn du jetzt hier Single bist oder in einer Single-Phase in deinem Leben steckst, dass du im April eben einen Mensch kennenlernen wirst, der sehr viel jünger ist als du. Es muss jetzt auch nicht viel, aber es auf jeden Fall jünger ist als du. Noch nicht diesen Erfahrungsschatz hat, wie du hier kennenlernen wirst. Und du kannst hier mit dieser Person ungefragt in eine Affäre gehen. Du kannst hier sozusagen ein One-Night-Stand erleben, weil du hast hier aus den Glückskarten in der Liebe den Orgasmus. Und das bedeutet, dass in irgendeiner Form in Sachen Beziehungen und Liebe im April für dich hier eine Erlösung drin ist, ein Aufleben, eine Explosion der Gefühle oder eben auch, wie gesagt, einfach nur in dem ganz klassischen Sinne wirklich ein Orgasmus. Und es ist aber hier etwas mit Vorsicht zu genießen, denn die Prinzessin der Schwerter ist halt auch sehr kühl. Sie ist sehr verstandesorientiert und es kann hier um eine männliche, aber auch weibliche Person gehen. Das ist eigentlich total egal. Aber hier geht jemand über Leichen. Das solltest du auf jeden Fall wissen. Warum dieser Mensch dies tut, ob der das tut, weil ihm hier die Erfahrung fehlt, weil ihm hier die Empathie fehlt und hier vielleicht jemand im Cluster B zu Hause ist, also das heißt Narzisst, Psychopath, Soziopath ist, Borderliner oder so, und du weißt es nicht, ja, dann musst du einfach nur die richtigen Fragen stellen und so kannst du diese Leute auf jeden Fall herausfiltern, ja. Also sei hier mal ein bisschen vorsichtig und vor allem sehe ich auch, wenn du hier mit einem Familienmitglied oder mit einer Person, das könnte auch eine Tochter oder ein Sohn von dir sein, hier eine schwierigere Phase hattest in der letzten Zeit, dann nehme ich hier wahr, dass jetzt im April eine sehr schöne Zeit für euch bereitsteht. Aber hier ist es maßgeblich, wie ehrlich und wie offen man hier miteinander spricht, ja. Denn die Sonne kann auch hier manche Schattenseiten verbergen. Und hier ist es vielleicht so, dass du hier Schattenseiten verbirgst vor jemanden und diese Person triggert diese aber und du wirst dadurch gezwungen, dir diese anzusehen im Kontext in Beziehungen. Oder aber, dass es darum geht, dass hier jemand seine Schattenseiten verbirgt und du durch deine Leuchtkraft, durch deine Strahlkraft, die du einfach mitbringst, vor allem in der Hauptenergie eben im April, dass du hier eben jemanden entlarven wirst. Ja, das kann jemand aus der Familie sein oder eben auch in Bezug auf der Liebe. Und dann ist halt hier die Frage, was bist du denn bereit, hier in diese Beziehung zu investieren und wie wertvoll sind dir denn diese kurzen Momente des Glücks, die kurzen Momente der Ekstase? Sind es die wert, dass du dir aber sonst nur Unverschämtheiten hier anhören darfst oder hier jemand eben wirklich ganz schön rabiat mit dir umgeht, ja? Gut, in Sachen Freundschaft, Hobbys und Freizeitaktivitäten hatte ich ja vorhin schon gesagt, gibt es hier einen Bezug zum Stier. Der hatte nämlich genau die gleiche Karte in dieser Position. Und hier geht es um irgendein Thema der Armut. Also hier fühlst du dich nicht gesehen, hier fühlst du, dass es hier einen Mangel gibt. Das kann daran liegen, dass du hier wirklich gar keine Hobbys hast, dass du dich fragst, was gibt es denn eigentlich, was ich gern mache? Oder ich habe eigentlich in dem Sinne keine Hobbys, außer vielleicht meine Base zu chillen oder mit meinem Hund spazieren zu gehen oder so, ja. Und da darfst du dich dann halt mal fragen,
Warum hast du denn keine Hobbys? Wieso hast du denn keine Freizeitaktivitäten, die dich beglücken, die dir Leidenschaft bringen, die dir diese Lebensfreude bringen in Sachen, die du neben deinem Beruf und deiner Arbeit tun kannst, damit es dir besser geht, damit du vielleicht auch in Verbindung mit anderen stehst, ja, also zum Beispiel mit deinen Freunden dich hier triffst oder bei irgendeinem Sportverein dich anmeldest, wo auch mehrere Menschen das gleiche, die gleichen Interessen hegen, ja. Also hier sehe ich, dass du dich mit irgendetwas quälst und das ist so, dass das Thema halt an dir nagt, weil du sagst dir, schön, jeder andere hat irgendwie Hobbys, nur ich halt nicht. Ne? Dann darfst du im April hier mal reingehen in diese Findung und mit Sicherheit wirst du hier auch definitiv etwas finden, was du wirklich gut kannst, was du super gerne tust und wo eben auch deine Leidenschaft liegt. Und wenn es vielleicht für manche, und es wird jetzt vornehmlich auch für Männer sein, die Single sind, und wenn es das Jagen ist, ja, dass du einfach gerade durch die Single-Portale jagst und hier dein Hobby vielleicht finden wirst, weil noch hast du es ja auf jeden Fall nicht gefunden. Ja, ist jetzt nur so ein Beispiel. Vielleicht ist es ja genau dein Ding, dass du sagst, ich bin hier der, wie sagt man zu den Leuten, der Gigolo und als Frau, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade kein passendes Wort ein. Was natürlich auch nur ein Beispiel darstellt. Aber jedenfalls solltest du hier mal deinen Fokus im April drauf legen, weil hier möchte irgendwas aus dem Mangel rausgehen. Ja, und das nervt dich auch, das quält dich auch, diese Sache. Und du wirst sehen, wenn du wirklich zu den Menschen gehörst, die hier kein Hobby oder keine Freizeitaktivitäten aktiv nachgehen, dass es dir sehr gut tun würde, wenn du eben hin und wieder mal etwas tust oder regelmäßig tust, was du liebst. Das ist ganz wichtig. Dafür sind wir hier auf dieser Welt. Wir sind nicht hier, um uns zu quälen und jeden Tag irgendeinem Scheißjob nachzugehen, wo wir schlechtes Geld verdienen und uns nur mit Menschen umgeben, wo wir auch sagen können, ey, da kann ich aber auch gut drauf verzichten, ja, sondern dass du dir dein nice, geiles Leben selbst generierst. Du bist die Schöpferin und du bist der Schöpfer deines Lebens, ja. In Sachen Beruf und Geld, lieber Wassermann, sehe ich hier im April für dich, dass hier etwas in den Ausgleich kommen möchte. Etwas findet hier seine Balance. Das bedeutet, wenn du starke, große Ausgaben hattest in den letzten Wochen und Monaten, womit du nicht gerechnet hast und dir einfach nur an den Kopf gefasst hast und dir irgendwann gedacht hast, ich weiß nicht mehr, wie ich das noch stemmen soll, ja. Es hatte sich eine Möglichkeit gefunden. Vielleicht bist du jetzt verschuldet. Vielleicht geht es dir finanziell nur so lala. Ich bleibe jetzt erstmal bei den Finanzen. Hier auf jeden Fall mit der Mäßigkeit, mit der Kunst wirst du durch magische Ansichten in deinem Leben hier etwas geschenkt bekommen. Du kannst hier wirklich einen Gewinn einfahren. Also falls du Lotto spielst, dann hau raus im April. Und ihr wisst, ich möchte niemanden dazu animieren, hier irgendwelche Glücksspiele durchzuführen, weil das natürlich auch eine Sucht darstellt. Aber wenn du hin und wieder mal Lotto spielst und dich fragst, wäre denn jetzt im April ein guter Zeitpunkt, dann siehst du mich gerade nicken. Ja, tu es. Und es ist ja aber auch gut möglich, dass du hier anderweitig zu Geld bekommst. Ne? Also, aber das sind alles Dinge, womit du nicht rechnest, ne? Weil wir haben hier eine hohe Arcana-Karte. Das heißt, durch verschiedene Ursachen, die du in deinem Leben gesetzt hast, durch Dinge, die du getan hast, kommt jetzt hier etwas zurück, kommt in den Ausgleich. Ja? Es kann sein, dass sollte dir ein Freund noch Geld schulden, dass du das jetzt zurückbekommst oder dass wenn du zum Beispiel eine Nebenkostennachzahlung hast, dass du, wo du gedacht hast, oh Gott, da muss ich jetzt wieder Hunderte von Euro nachzahlen. Nein, du kriegst eine Auszahlung, ja. Und in Sachen Beruf und Arbeit nehme ich hier wahr, lieber Wassermann, dass du irgendwie wieder in die Balance findest. In den letzten Monaten hatten wir das Thema bei dir immer etwas erschwert. Und aber hier sehe ich jetzt, dass du irgendwie mit der Situation, in der du jetzt gerade bist, jetzt irgendwie d'accord bist, ja. Es hat zwar längere Zeit gedauert und es waren auch viele Gedankenkinos und viele Gefühle, die du hier verballert hast, sehe ich auch, aber es kommt jetzt hier in den Ausgleich. Du sagst,
Ich gehe jetzt hier in die Annahme. Vielleicht kannst du etwas an deiner Situation gerade aktiv nicht ändern oder du möchtest es auch nicht. Und dann ist es aber auch so schicksalshaft geführt. Dann darfst du dich jetzt hier mal ausruhen. Du darfst jetzt hier sozusagen mal die Füße hochlegen. Und dann kommt nämlich im April, bis Ende April nehme ich hier wahr, auch wieder eine andere Zeit, wo es dann darum geht, dich wieder hier nach dieser Karte zu richten. Also, dass du sowohl in der Erdung bist, aber auch in deinem klaren Verstand. Also, dass du hier auch die Welten vereinst, die Erde und die Luft, dass du hier dich danach richtest, große Ziele zu haben, aber gleichzeitig auch hier auf dem Boden der Tatsachen bleibst, ja. Weil für euch Luftzeichen ist es ja nicht so eine leichte Angelegenheit. Es kommt natürlich auch sonst immer noch drauf an, was ihr in eurer Chart habt. Aber das ist eine super schöne Energie. Und auch in Sachen Beruf und Arbeit ist es so, dass hier Dinge ins Maß kommen. Also, dass hier vielleicht sollte es mal super stressig eine Zeit lang gewesen sein, dann wird es jetzt nicht mehr so stressig. Oder falls du überhaupt keinen Stress hattest und dich halb zu Tode gelangweilt hast, dann kommen im April jetzt mal Aufträge, wo du sagen kannst, hier kann ich jetzt mal wieder meine Skills und mein Know-how auspacken und hier mal zeigen, was ich kann. Ja, spannend. Dann eine sehr exklusive Nachricht hier für dich, lieber Wassermann. Was darfst du denn hier für dich wissen? Positive, negative Aspekte. Hier hast du wieder eine hohe Arkana, den Eremit. Und der sagt mir auch nochmal, ähnlich wie hier bei der Mäßigkeit, dass es jetzt für dich darum geht, einfach mal kurz zu ruhen. Ist so was Ähnliches hatte ich übrigens auch wieder beim Stier. Also vielleicht schaust du ja wirklich hier in deinen Verbindungen auf den Stier oder du solltest dir einfach mal dieses Video ansehen. Denn es ist so, dass du vielleicht jetzt Urlaub hast, dass du jetzt gerade frei hast, dass du vielleicht auch eine Zwangspause einlegen musst, weil du gerade in der Regenerationsphase deiner Gesundheit steckst, wie auch immer. Du darfst mit dem Eremit jetzt mal die Uhr ein bisschen langsamer stellen. Du solltest dir Zeit lassen und vor allem auch die Dinge tun, die du gerne tust. Denn damit beleuchtest du Schattenseiten. Du beleuchtest mit dem Eremit immer Teile in dir, Aspekte, die zwar in dir wohnen, aber denen du keine Aufmerksamkeit schenkst. Und diese Aspekte möchten aber jetzt gesehen werden und durch die Sonne, durch die Energie des Lichtes werden diese eben an die Oberfläche getragen. Das kann auch manchmal unangenehm sein, das muss ich halt auch leider dazu sagen, aber dafür hast du ja sozusagen einen anderen Ausgleich, ja. Ob das in Münzen ist oder dass du einfach mehr Zeit hast, hier kommt, du fühlst dich einfach nicht so gestresst, ja. Weil hier kannst du dich gar nicht stressen lassen, weil es gibt hier einfach wie so eine Art Dornröschenschlaf oder dass hier jemand oder du dir selber einfach mal gestattest zu sagen, ich mache jetzt heute mal nichts, ja. Und es wird dir hier schon sehr helfen, hier vielleicht dir mal einen Bereich bei dir anzusehen, den du sonst nie betrachtest, ja. Vielleicht spielt hier auch eine Jungfrau eine maßgebliche Rolle, weil der Eremit ist die Karte der Jungfrau. Und dann darfst du hier mal dich fragen, was beleuchtet denn diese Jungfrau hier in deinem Leben? Zu deiner Hauptenergie und zu deiner Grundeinstellung in diesem Monat mit zwei der Schwerter habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so der Zweifler in dir, ne? Der ist ja auch sehr stark ausgeprägt, so wie auch in Waage und Zwillinge. Hier ist es aber wichtig, lieber Wassermann, und du bist ja hier in der Lage, mit diesen Energien sehr gut umzugehen, dass du hier nicht alles auf die Goldwaage legst, dass du hier nicht alles durch diese zwei Phasenbrillen betrachtest, sondern dass du halt einfach die Impulse, die du im April bekommst, die positive Art im großen Sinne sind, dass du denen folgst und dass du es nicht zulässt, dass hier dieser Zweifler oder dieser Spinner in dir, der dir hier alles madig redet, das hier wieder schlecht macht. Also am besten, wenn du einen starken Impuls vermerkst, durch äußere Einflüsse, durch Zeichen oder durch deine Intuition, dann geht denen aktiv direkt nach. Denn du hast wie so eine Art Rückenwind im April und damit kannst du wirklich vieles ins Positive wandeln.
Du kannst sogar negative Beziehungen, toxische Menschen, selbst die kannst du jetzt in irgendeiner Art und Weise positiv beeinflussen. Oder du kannst für dich etwas rausholen, was du niemals gedacht hättest. Aber dabei ist es super wichtig, dass du hier in die Annahme gehst und dass du hier nicht diese Situation ins Detail zerlegst und hier wieder überall einen Stempel aufdrückst, sondern dass du dem Zweifler hier nicht mal die Chance gibst, indem du direkt aktiv wirst. Denn die Sonne ist ja eine männliche aktive Energie, die dir auch sagen möchte, hau rein im April. Was auch immer du tust, wisse, dass es egal, selbst wenn du dich alleine und einsam fühlen solltest in gewissen Momenten, es gibt auch noch andere Menschen, die genau in dem gleichen Sinne zum Beispiel in den Mond schauen oder sich den Sternenhimmel ansehen, die vielleicht noch viel mehr Probleme haben als du. Ja? Und du bist niemals alleine. Ja, und es ist halt nur wichtig, dass du hier den Impulsen und Entscheidungen, die du hier treffen möchtest, dass du denen nachgehst. Und sollte ich hier vielleicht der Impulssetzende oder die Setzende für dich gewesen sein, dann nimm diesen Impuls, der für dich in dieser Legung wichtig war, und setz den dann jetzt um. Ja, und vielleicht ist es auch hilfreich noch für dich, die Vollmond- und die Neumondphase im April zu nutzen. Und damit du das immer weißt und auch was das so für Energien mit sich bringt, dann rate ich dir noch, meine Wochenschau immer anzusehen, die ich sonntags hochlade. Und da kannst du dann eben auch schauen, in welcher Zeitqualität sind wir gerade unterwegs und lohnt es sich denn jetzt zum Beispiel, das umzusetzen, was dir hier so hart durch den Kopf geht. Lieber Wassermann, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung hier weiterhelfen und konnte dir hier Impulse setzen, beziehungsweise auch den ein oder anderen Warnhinweis setzen. Und falls du meinen Kanal immer noch nicht kostenlos abonniert hast, dann lade ich dich ein, dies hier in der Mitte zu tun. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben da lässt. Und ja, schau dir deine Jahreslegung an. Die kommt nämlich jetzt am Ende dieses Videos. Alles, alles Liebe.